Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Fachpublikum, nach über 7 Stunden Vortrag ist es sicher eine Herausforderung, hier herzustehen und eure Aufmerksamkeit weiterhin zu gewinnen. Ich werde reden über Herausforderungen rund um die regelkonforme Archivierung und wir werden eine Lösung zeigen, die unser Haus Framasoft herstellt. Wir sind Enterprise Content Management Software Hersteller, also nicht unsere Vorredner, nicht nur Integrator, sondern auch selber der Hersteller davon. Und das bedeutet, werde ich euch ganz gerne zeigen. Der kurze Überblick hier, die Grafik, habe ich ausgelegt aus einem Referat von Professor Reinhard Riedl von der Berner Fachhochschule. Es zeigt die Solution, die Lösung und insbesondere die verschiedenen Aspekte, 6 Aspekte von der regelkonformen Archivierung. Rechtlich haben wir etwas gehört heute. Organisatorisch ist aus unserer Erfahrung sicher 70-80% der Ressourcen, die man in so ein Projekt muss reinstecken muss. Also rechtlich, organisatorisch, dort ist zusammen mit der prozentualen Thematik sicher der Hund begraben. Die semantische Thematik kommt insbesondere dem noch zum Sprechen, wenn wir in komplexe Umgebung haben, das heisst mehrere Quellen, Datenquellen, muss zusammen verbinden. Die technische Lösung wird mich anschließend zusammen mit dem Andreas Dango zeigen. Und das Thema Kosten ist sicher der Aspekt, der dann den Ausschlag wird geben, welche Lösung das man implementieren muss. Nicht alles, was möglich ist, ist auch wirtschaftlich. Dann ist das Spagat rund um das Risikomanagement, das die Dame von der IBM vorgestellt hat, ganz sicher tragend. Vielleicht zwei Worte noch zur Firma Fabasoft. Das ist ein österreichischer Softwarehersteller mit dem Hauptsitz in Linz, Niederlassung in Wien, in Deutschland, Sitz in Frankfurt, mit Niederlassung in München und Berlin. Und in der Schweiz sind wir in Bern, an der Spindelgasse, das Witzenzentrum. Wir sind bekannt rund um Dokumentenmanagement, insbesondere Geschäftsverwaltung in der öffentlichen Verwaltung, aber auch Kunden wie das Universitätsspital, der Privatbank, mehrere Kontinente tätig ist, Kundenangebotsmanagement als Beispiel. Ich möchte euch ein bisschen einen Status zeigen von der regelkonformen Archivierung aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht. Ich bin Mitglied vom Verein ECH, dem Standardisierungsverein, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung, also Bund und Kantone und Städte. Wir sind dort insbesondere tätig. Aber ich glaube, es ist sicher ein Beispiel oder ein Hilfsmittel, das Hilfsmittel ECH 164 hier, wo ich das Lifecycle-Modell gelernt habe, ist sicher auch für die Privatwirtschaft und für euch interessant. Es unterteilt der Lifecycle in eine aktive, semi-aktive und eine inaktive Phase. Wichtig ist dort natürlich, dass die Verantwortung von der führende Organisation im Laufe der Zeit, insbesondere in der sehr aktiven Phase, spätestens natürlich in der inaktiven Phase ins Archiv übergeht. Die Verhältnismarkeit vom Dossier oder vom Dossierinhalt von dem Dokument wird in der aktiven Phase irgendwann ändern. Man kommt zum Thema Aufbewahrung und später zur Aussonderung in der Langzeitarchivierung. Ich glaube, das ist noch nicht alles geregelt, rund um die regelkonforme Archivierung. Wir haben hier in der Fachgruppe Rechtsmanagement Geld, ich bin hier auch Mitglied, generelle Beurteilungspunkte, eine nicht abschließende Liste natürlich erstellt, und das ein bisschen verdeutlicht, dass noch nicht alles geregelt ist, dass da noch viel Arbeit muss geleistet werden. Also zum Beispiel die Risikobeurteilung von der Information, darüber haben wir einiges gehört, das schon. Stimmig, das ist ein geschäftsrelevantes Dokument, das man dann später auch archivieren muss. Das ist so ein Beurteilungspunkt, wenn man ein Archivprojekt hat. Klassifikation.
Datenschutz von einzelnen Elementen in der öffentlichen Verwaltung, natürlich auch das Öffentlichkeitsgesetz. Was ist öffentlich im Dossier? Das Ordnungssystem, die Archivwürdigkeit, vielleicht auch die prospektive Beurteilung. Vielleicht sogar auf Dossierstufe. Man kann sagen, ab dem Zeitpunkt, also ab dieser Klassifikationsebene, ist alles geschäftsrelevant und hat man dann natürlich bei der Bereinigung des Dossiers später sehr viel weniger Aufwand. Aus der Fachgruppe Rechtsmanagement, die Leitung hat dort Beat Zingerist aus der Bundeskanzlei, ist der Regelungsbedarf im Lebenszyklus von Geschäften, von Dossiers und Dokumenten dargestellt. Was da insbesondere interessant ist, dass einerseits die Anwendung und die Speicherebene hier noch ergänzt wird mit dem Transport, das geht um Statusübergang. Wenn man dann auch Zertifikate zunimmt, dann gibt es da noch einiges zu regeln. Ich möchte auf die Phase Bearbeitung noch eingehen, in der Mitte. Es kann ja sein, im Laufe einer Geschäftsverwaltungslösung, dass man sich überlegt, jetzt muss über Organisationsgrenzen hinweg arbeiten. Das kann sein, von einer Direktion in die andere, von einer Abteilung in die andere, mit können zusammenarbeiten. Das kann aber auch heißen, dass man mit Externen muss zusammenarbeiten oder will zusammenarbeiten mit Expertenbeizug. Und dann stellt sich die Frage, ob ich ein Dossier oder gewisse Dossierinhalte publizieren in eine Cloud-Lösung hinein, dort zusammenarbeiten. Wenn das Geschäft abgeschlossen ist, stellt sich die Frage, was mache ich jetzt mit dem Dossierinhalt? Tue ich das zurückführen ins alte System und dort wieder am Lebenszyklus zuführen bis zur Aussonderung? Oder tue ich direkt aus der Cloud-Lösung aus archivieren? Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich hier dargestellt habe. Entweder, wenn ich mit so einer Cloud-Lösung arbeite, und direkt aus der Cloud dann archiviere, in Zusammenarbeit mit dem Archiv, mit der Archivstelle, die Ablieferungsfrequenz festlegen, Methoden, Schnittstellen, Transfer und Batterieformat natürlich. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich ein eigenes Rechtsmanagementsystem habe im Haus, dass ich die Daten aus der Cloud wieder zurückführe ins interne System und dann die Aussonderung und Langzeitarchivierung im normalen Lebenszyklus der gesamten Geschäftsverwaltung durchlösen. Ich darf jetzt das Wort Andreas Dangl übergeben. Er ist der Geschäftsbereichsleiter bei der Fabasoft-Gruppe für Cloud-Produkte und Cloud-Services. Kannst du mich? Okay. Ich möchte jetzt, wir haben heute schon sehr viel gehört, generell einmal über das Thema Cloud, was sind so die Risiken, die Chancen, die Vorteile, Dinge, die man beachten muss. Und ich möchte jetzt das nicht nochmal wiederholen, sondern ein paar ganz konkrete Ratschläge und Tipps geben, was ja ganz allgemein in Bezug auf Cloud-Sicherheit und Archivierung und der Cloud berücksichtigen sollen. Eine Folie, die steht hier, die zeigt auch unser Architekturkonzept, ist ganz klar und das ist auch sehr oft herausgekommen, der Datenstandort und insbesondere das ganze Thema der technischen Sicherheit ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt für das Vertrauen, das man in ein Archivsystem, das sich in der Cloud befindet, stellt. Und wir haben auch gehört, es gibt verschiedene Distributionsmodelle, eine Public Cloud, also eine Infrastruktur, die geteilt wird, wo sich mehrere Mandanten eine Infrastruktur teilen oder auch Private Cloud-Konzepte und wir als Fabasoft hier das ganze Spektrum auch entsprechend abbilden. Der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass man ja ganz klar, wenn man einen Cloud-Dienst nutzt, da insbesondere auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen beachten muss, jetzt unabhängig von der Archivbetrachtung, sondern es geht ja sehr oft auch, und wir haben gerade vorhin ein sehr intensives Beispiel mit Personaldossiers gehört, um personenbezogene Daten, und da ist es ganz wichtig, dass
der Anbieter, dem Sie dann, wenn Sie gegebenenfalls Informationen archivieren, hier auch nachvollziehen und beweisen kann, dass er hier die entsprechenden Transparenzinformations- und auch Benachrichtigungspflichten erfüllt, weil nur dann können Sie selbst das auch gegenüber dem Gesetz erfüllen. Und das Zertifikat sozusagen, auf das Sie achten sollen, ist ISO 27018, das ist eine Erweiterung zum ISO 27001 Standard, der ganz allgemein das Thema Sicherheit in IT-Infrastrukturen betrachtet. 27018 ist das, was Ihnen auch die Gewissheit gibt, dass mit personenbezogenen Daten von einem Anbieter, der dieses Zertifikat hat, hier entsprechend professionell umgegangen ist. Dann ist das Thema Cloud ja nicht nur eindimensional auf technische Sicherheit oder Schutz personenbezogener Daten zu sehen, sondern Cloud ist ja ein Gesamtkonzept. Ja. Da gibt es IT-Infrastrukturen, da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, da gibt es vertragliche Rahmenbedingungen, da gibt es, wir haben auch auf Folien gesehen, Themen wie Vendor-Login, wo man dann, wenn man einmal Daten an einen Cloud-Dienstleister gegeben hat, dann da womöglich gar nicht mehr rauskommt. Da gibt es auch Themen zu beachten, wie was passiert, wenn ein Cloud-Anbieter in Insolvenz geht. Nicht? Wie komme ich an meine Daten? Sind die dann weg oder hat die der Masterverwaltung bekommen, hat keinen Zugriff mehr? Und ein Zertifikat, das hier aus unserer Sicht dieses gesamthafte Bild sehr schön darstellt, ist das sogenannte Star-Audit von Eurocloud. Das ist eine europäische Vereinigung, ein Verein, der sich wirklich auf die rechtlichen, gesetzlichen Anforderungen von europäischen Anbietern und europäischen Kunden konzentriert. Und auch hier, jetzt zähle ich die Zertifizierungen auf, weil wir das VSOFT hier haben, ist es auch bemerkenswert, dass VSOFT das der erste Cloud-Anbieter ist, der in diesem Rating, also so wie bei den Hotelbewertungen, so mit 1 Stern bis 5 Sternen, der erste, der hier auch 5 Sterne erreichen konnte und damit auch nachvollziehbar öffentlich dokumentiert, also der Bericht ist öffentlich, wie für jede einzelne dieser, glaube ich, 107 Kategorien VSOFT diesen Anspruch oder diese Anforderungen von Kunden auch erfüllen kann. Ja, und im Bereich der inhaltlichen Thematik rund um das Thema Archivierung ist aus unserer Sicht ein sehr brauchbarer Ansatz, die Unveränderlichkeit, die Archivfunktionalität eines IT-Systems im Allgemeinen, aber insbesondere auch in einem Cloud-System über das sogenannte IDW PIOS 880 Zertifikat zu dokumentieren, weil das auch die Voraussetzung ist, dass Sie dann sozusagen sehr einfach den Gesamtprozess, der integriert ist natürlich in Ihre organisatorischen Rahmenbedingungen, hier dann auch entsprechend gesetzeskonform darlegen können. Das heißt, wenn Ihr Wirtschaftsprüfer oder Ihr Finanzbeamter dann eine entsprechende Prüfung durchführt und Sie können dann nachweisen, dass Sie IT-Dienste nutzen, die entsprechend PS 880 zertifiziert, attestiert sind, dann gibt es hier ein Vertrauensverhältnis. Bei uns hat das die Firma KPMG durchgeführt für Deutschland, Österreich und Schweiz und man hat damit die Sicherheit, dass unter Einhaltung der in diesem Testat definierten Rahmenbedingungen hier die gesetzeskonforme Archivierung hier auch tatsächlich umgesetzt werden kann und wird. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen wirklich anhand von ein paar Live-Beispielen zeigen, wie das auch tatsächlich in der Realität funktionieren kann. Ein Aspekt hier ist, dass wir, der Titel des Vortrages ist ja unter dem Thema gestanden, Enterprise Share, Sync and Share. Was bedeutet das? Sie alle kennen Tools wie Dropbox, OneDrive und wie immer sie auch heißen. Das sind Tools, die extrem praktisch und einfach sind. Ja. Und gerade die jüngere Generation, die nutzt diese Tools und fordert auch im professionellen Umfeld derart effizient auch mit Informationen umgehen zu können. Heute ist das sehr oft so, dass hier eine ganze Schatten-IT oftmals in Unternehmen vorkommt. IT versucht es dann immer irgendwie zu bekämpfen. Die Mitarbeiter finden immer wieder Wege, das hier auch entsprechend auszunutzen. Und da, wo wir quasi ansetzen, ist, dass gerade in Verbindung mit Cloud diese beiden Welten, nämlich einerseits die Einfachheit der Nutzung und andererseits die regelkonforme
Aufarbeitung, Ablegen von Informationen in Dossiers, in entsprechenden Archiven, dass man das entsprechend kombinieren kann. Und so beginne ich hier mit meiner Demo, einen ganz einfachen Fall. Ich habe hier zwei Ordner, der eine ist hier lokal auf meiner Festplatte, das ist sozusagen nur, damit ich mal ein paar Daten reinbekomme. Und ich habe hier ein Projekt, das ich in der Cloud abschicke, wo ich hier jetzt ein neues Dokument einbringe. Sie sehen hier auch anhand der Symbole, dass diese Daten quasi mit der Cloud synchron sind. Das heißt, ich kann hier auf sehr einfache Art und Weise Informationen, so wie ich es gewohnt bin, auf meinem Notebook wie hier oder auf meinem Mobiltelefon, indem ich ein Foto hier zu dieser Besprechung oder zu diesem Bauprojekt ablege, arbeiten und habe aber trotzdem die Gewissheit, dass dieses System, das wir hier verwenden, dann auch tatsächlich den professionellen Kriterien hinsichtlich entsprechender Compliance-Anforderungen standhält. Ich kann dieses Dokument hier natürlich klarerweise, weil es ja wie ein Dateisystem funktioniert, hier bearbeiten, kann das, was immer ich hier jetzt mache, entsprechend, das ist jetzt in der Einfachheit halber, weil ich ein bisschen gehandicapt bin, das tut mir ein bisschen markieren. Also ganz normales Arbeiten, egal auf welchem Device, steht mir hier zur Verfügung. Das Ganze ist aber cloud-basiert und somit auch ausschließlich auf Basis sicherer Verschlüsselungstechnologien, HTTPS-Protokolle, im Internet quasi verfügbar. Und ich kann mir die Sicht auf dieses Projekt auch quasi in der Cloud im Webbrowser anschauen. Dann sehen Sie hier das User Interface, wie sozusagen das Archivsystem, diese Dossierverwaltung aussieht. Ich habe hier das Bauprojekt Laxenburger Straße, um das es hier gerade gegangen ist. Ich habe hier die entsprechenden Informationen, hier ist natürlich auch das Dokument zur Besprechungsunterlage, das hier definiert ist. Auf dieses Projekt habe nicht nur ich Zugriff, sondern typischerweise bei Projekten ist es ja so, dass ich hier auch diese Informationen teilen möchte. Ja? Das ist auch ein großer Vorteil der Cloud, dass ich hier organisationsübergreifend dafür sorgen kann, dass ich einerseits kollaborativ die Informationen bearbeite und andererseits dann auch entsprechend nachvollziehbar im System habe. Also in diesem konkreten Fall kann ich hier rollenbasiert entsprechende Berechtigungen vergeben und habe damit diese Use Cases des Enterprise Sync and Shares sehr elegant abgelegt. Wie sieht es jetzt aus mit der Nachvollziehbarkeit? Das möchte ich Ihnen hier kurz an einem Beispiel zeigen. Wir haben hier einen Mietvertrag. Das ist in einer finalen Fassung, in einer revisionssicher gespeicherten Fassung, die nach gewissen Aufbewahrungsregeln hier entsprechend verwaltet wird. Wir haben für dieses Konzept der Nachvollziehbarkeit das jetzt nicht nur am Ende des Lebenszyklus gestaltet, sondern ich kann über die sogenannte Zeitreise mir die gesamte Entstehungsgeschichte dieses Dokuments hier auch entsprechend anschauen. Das heißt, wenn ich hier in die Vergangenheit gehe, zum Beispiel hier, wo eine entsprechend überarbeitete Fassung erstellt wird, ich habe sozusagen die gesamte Lebenszyklus, die Versionsverwaltung hinter diesem Dokument entsprechend integriert, ohne dass ich jetzt da großartig was tun musste, sondern ich arbeite ja wie mit Dropbox auf einem File-Share und habe damit diesen Anspruch extrem elegant erfüllt. Das Schöne ist, das geht nicht nur auf Einzeldokumentebene, sondern ich kann jetzt zum Beispiel hier rausgehen und kann mir anschauen, okay, wie hat denn dieses ganze Projekt hier in der Initialphase ausgesehen. Also man sieht, hier ist dieses Besprechungsprotokoll, das ich da vorher hochgeladen habe, noch gar nicht da, es hat nicht existiert und habe damit das eben, kann sozusagen wie mit einer Zeitscheibe, wie mit einer Zeitmaschine in den entsprechenden Zustand meines gesamten Dokumentensystems zurücknavigieren. Das Ganze ist natürlich jetzt hier in einem sehr trivialen Kontext, da geht es nur um Ordner und Dokumente.
Gerade im professionellen Bereich ist natürlich das Thema der Dossiers und der entsprechenden Geschäftsprozesse, die ich damit abwickle, ganz ein interessantes und spannendes. Und auch das ist hier in dieser Lösung standardmäßig integriert. Ich gehe vielleicht kurz auf das Thema Prozesse ein. Ich kann hier wirklich Workflows, Prozesse, die ich als sogenannte BPMN-Diagramme definiere und zeichne, also als Anwender zeichne, kann ich hier meine Abläufe rollenbasiert durchführen. Wir haben hier eben auch ein Beispiel aus dem Bereich des Personalmanagements, Personaldossiers, und hier habe ich sozusagen ein paar Standardprozesse definiert, die hier für das Personalmanagement relevant sind. Die Ablagestruktur der Personalakte, also das ist sozusagen genau dasselbe, was man vorher im Bereich von einfachen Ordnern und Dokumenten gesehen hat. Das kann ich sozusagen hier für einen konkreten Lösungsbereich, in dem Fall für das Thema Personaldossiers, auch so gestalten, dass ich hier meine entsprechende Darstellung optimiert auf das jeweilige Rollenprofil des Mitarbeiters habe. Ich habe ja auch Dashboards, die mir entsprechende Kennzahlen oder wichtige Dinge wie Jahrestage und so weiter hier unmittelbar darstellen. Ich habe das Thema der Personalakte selbst mit den Dokumenten. Und hier wirken dieselben Elemente, die ich auch vorhin bei dem einfachen Bauprojekt dargelegt habe, natürlich auch auf die Personalakte. Vielleicht zeige ich Ihnen kurz, wie kommt so ein Dokument beispielsweise auch im Webbrowser in die Personalakte. Ich kann hier wieder auf meine Demo-Dokumente gehen, habe hier beispielsweise eine Teilnahmebestätigung für ein Präsentationstraining, das lege ich hier in die Personalakte. Und es wird mir sozusagen das Dokument, das ich hier gewählt habe, hier importiert habe, egal ob das jetzt über einen Scanner kommt oder eben wie in meinem Fall aus dem Dateisystem, wird mir dargelegt. Ich lege das eben in entsprechenden Registern, wie wir vorhin gehört haben. Es ist extrem wichtig, hier auch Register zu haben, wie zum Beispiel in das Register Tätigkeiten. Kann das auch Kategorien kategorisieren. Kategorie ist das ein Element, das auch das Thema der Aufbewahrungsfristen regelt. Also pro Kategorie kann ich definieren, auch genau wie wir das auch vorher gehört haben, ab welchen Ereignis, zum Beispiel das Austrittsdatum des Mitarbeiters, ist dann das Dokument entsprechend aufzubewahren. Kann das hier sozusagen klassifizieren, habe hier einen Fortbildungsnachweis und kann dann auch sagen, ob ich dieses Dokument abschließen will. Das ist dann die Standard-Archiv-Funktionalität, die hier für so ein Zertifikat ganz natürlich ist, weil das ist ja unveränderlich. Aber, und das ist hier auch der große Vorteil, darum habe ich vorher die Geschäftsprozesse erwähnt, ich kann hier auch das Dokument sozusagen über einen Prozess erst in einen Lebenszyklus finden, zum Beispiel eine Zielvereinbarung, eine Bonusvereinbarung. Da gibt es einen Prozess, wo dann der Personalverantwortliche gewisse Parameter ausmacht, wo der Mitarbeiter das dann zur Kenntnis nehmen muss, digital unterschreiben muss und am Ende dieser Prozesskette dann wird das Dokument auch tatsächlich gemäß den Aufbewahrungsregeln in dem Personaldossier entsprechend verachtet. Ja, nachdem die Zeit jetzt um ist, bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Eindrücke, auch was die Usability, die Anwendbarkeit von vielen dieser Dinge, die wir heute besprochen haben, wie das auch in der Praxis aussehen könnte. Herzlichen Dank.